8 sehr intime Fakten über Milben. Arbeit, Studium oder ein kleiner Kampf in der Liebe sind einige der Sorgen, mit denen wir normalerweise jede Nacht ins Bett gehen. Wir wissen jedoch oft nicht, dass mikroskopisch kleine Schädlinge in unserem eigenen Bett lauern und schädliche Reaktionen auf unsere Gesundheit auslösen können. Es geht um Milben, Arthropoden, von Arthron, Artikulation, eine Ordnung der Lebewesen verdankt ihren Namen der äußeren Hülle, die ihren gesamten Körper bedeckt. Sie existierten lange vor dem Ardipithecus ramidus, dem Hominiden, der die Liste unserer ältesten Vorfahren anführt. Insbesondere vor 4 Jahren fand ein Forscherteam 230 Millionen Jahre alte Gallmilben in Bernstein, was darauf hindeutet, dass sie uns lange bevor wir die Betten erfunden haben, verfolgen. Ihre Lieblingshäuser sind die alten Häuser und die Regionen mit feuchtem Klima. Gemäß den Empfehlungen der American Lung Association müssen sie feststellen, ob sie einen muffigen Geruch wahrnehmen. Sie haften an schweren Partikeln, um lange Zeit in der Luft zu bleiben, und setzen sich so in Staub oder Geweben ab, wie sie in den Laken oder Kissen sind. Die größte Exposition gegenüber Milbenallergien tritt während des Schlafes auf, und wenn der Staub während des Schlafs oder anderer Bewegungen gestört wird, erklärt die American Lung Association. Um das Erscheinungsbild zu verhindern, wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit im Haus unter 50% zu senken. In feuchten Gebieten können Klimaanlagen oder Luftentfeuchter hilfreich sein. Weniger Möbel, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, die chemische Reinigung von Teppichen mit Benzyl oder das Schrubben der Fußböden der Böden können ihr Erscheinungsbild vorbeugen. Wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt. Laut einer Studie der Kalifornischen Akademie der Wissenschaften, die im letzten Jahr durchgeführt wurde, entwickelten sich Milben während des Hominisierens mit dem Menschen. Durch eine genetische Untersuchung von Milben bei Menschen auf der ganzen Welt entdeckten sie, dass sie Generationen bei Familien bleiben. In den Vereinigten Staaten lebende Afroamerikaner präsentierten Generationen von Milben, die in Afrika gelebt hatten. Der Kontinent, von dem die Herkunft einer Person abstammt, neigt dazu, die Arten von Milben auf ihren Gesichtern vorherzusagen, erklärte Dr. Michaele Trautwein, Zentrumskonservatorin, Entomologin und Hauptautorin der Studie. Sie sind mit Zecken und Spinnen verwandt. Tatsächlich ist von den 50.000 bekannten Arten nur eine kleine Anzahl in unseren Häusern zu finden. Laut einer Studie, die in Häusern allergischer Kinder in Santa Marta, Kolumbien, durchgeführt wurde, wurden die wichtigsten in der Familie Pyroglyphidae, 84,58%, gefunden, von denen die Art Dermatophagoides farinae hervorstach. Andere gefundene Arten waren die Dosnussinus, E. Mani und die Gattung Chyletus. Sowohl Milben als auch Zecken gehören zur Gattung Acari, was sie zu Cousins der 5. Ordnung macht. Und noch eine Position auf dem Baum springen, sie gehören alle zu den Spinnentieren, wo sie sich mit Spinnen und Skorpionen unterhalten. Hausstaubmilben können in Kleidung, Matratzen, Polstermöbeln und sogar in uns selbst leben. Sie messen zwischen 0,2 und 0,5 mm und sie benötigen ein Mikroskop, um sie zu sehen. Die Leistung ist jedoch kein Größenfaktor, sondern eine Stärke. Sie sind das Hauptallergen von Haushaltsstaub und können Asthma auslösen. Selbst wenn sie nicht allergisch sind, können ihre entzückenden Exkremente, die bis zu 20 pro Tag produzieren können, Reizungen in der Nase oder den Augen verursachen. Gesichtsdruck oder Stau können andere Probleme sein, die durch Milben verursacht werden.